Die Bedrohung durch die Kreaturen rückte spürbar näher. Die Helden mussten Zeit gewinnen. Einer der Helden schlug vor, die Grogfässer im Lager der Trolle zu vergiften. Reka, die Hexe, streifte auch zu dieser Zeit schon durch das Land. Sie konnte sicher helfen, ein solches Gift zu brauen. Die Hexe kann euch dabei helfen, die Kreaturen auf dem Feld 39 in Schach zu halten. Lest hier weiter, sobald ein Held mit Reka auf einem Feld steht. Okay. Das heißt, es könnte in Wirklichkeit Diara schon nächste Runde machen. Dann dürfen wir hier weiterlesen. Gestärkt in die nächste Runde. Entschuldigung, wir müssen noch alles umdecken. Die Brunnen, die wir haben, aufdecken. Das Türchen bitte umdecken. Also, ja, das müsst ihr umdecken, leider Gottes. Bleibt offen, Brunnen gibt es da keiner mehr. Gut, wer ist als erstes schlafen gegangen? Der Blaue ist als erstes an der Reihe. Nein, bitte. Ich werde mich mit dem Blauen für eine Stunde jetzt durchbewegen, weil ich habe keine 14 mehr, und bewege mich hier rauf. Die Türe bleibt aber offen. Ich habe mich nicht mit den Schildzwergen bewegt. Als nächstes ist Diara dran. Was macht sie Diara? Sie bewegt sich um eine Stunde zur Hexe. Um eine Stunde zur Hexe. Jetzt dürfen wir weiterlesen. Reka erklärt sich bereit, ein Gift zu brauen. Dies würde allerdings etwas Zeit in Anspruch nehmen. Legt den Gegenstand Gift jetzt auf die Legendenleiste einige Buchstaben vor dem Erzähler. Bei vier Helden sind es 4. 1, 2, 3, 4. Das ist richtig für G wie Gift. Sobald der Erzähler diesen Buchstaben erreicht, wird das Gift auf Rekas Feld gelegt. Dort kann ein Held es aufnehmen. Wenn ein Held auf Feld 39 steht, kann er das Gift einsetzen. Alle Kreaturen auf Fässern kommen dann aus dem Spiel. Sie werden nicht auf Feld 80 gestellt. Es gibt keine Belohnung. Das Gift kommt danach aus dem Spiel. Kreaturen, die im weiteren Verlauf Feld 39 erreichen, werden nicht vergiftet, sondern wie üblich auf freie Fässer gestellt. Gut, das heißt, wir können einmal das Lager räumen. Das ist ja auch nicht so von Nachteil, würde ich sagen. Gut, du hast mit der Reka interagiert. Was macht denn deine Bogenschützin? Die Bogenschützin, die wird für eine Stunde die Tür aufmachen. Sehr gut, passt. Ich mache mit Kram eine Reise mit den Schildzwergen. Die Türe wird verschlossen, auch wenn jetzt ein Held draufsteht, aber ich habe nach Roteisenstein geschürft und kriege die 8. Gut. Was ich noch vorher gemacht habe, jetzt da, weil ich ja nicht ganz nachgedacht habe, ist, ich habe die Stiefeln in der Zwischenzeit meinem Krieger gegeben. Ich habe eine 8 gezogen, das heißt, wir haben jetzt schon eine Gesamtwertstärke von 14. Wir brauchen nicht mehr allzu viel. Sehr gut. Gut. Dann ist der Thorn dran. Für eine weitere Stunde wird er jetzt wieder die Türe aufmachen. Es ist ein ewiges Spiel hin und her. Was macht Iara? Iara wird jetzt draufgehen, 2 Stunden und diese Tür aufmachen. Sehr gut, 1, 2. Achso, nein, warte, sie kann erst die nächste, gell? Dafür kann sie den Brunnen gleich leeren. 1, 2, 3, passt. Super, super. Was macht deine Bogenschützin? Die Bogenschützin, die, keine Ahnung, was soll die machen? Will sie aufdecken? Will sie aufdecken? Ich weiß es nicht, will sie aufdecken? Ich glaube nicht, dass sie aufdecken nicht? Möchte. Okay. So, 1. Naja, das Problem ist, wenn sie da aufdeckt, wenn da Monster drinnen sind. Was ist, wenn sie auf Feld 63 aufdeckt? Naja, das ist halt auch, das rutscht auch, wenn es... Okay, wir decken mal da aus. Also eine Stunde, ich wusste es, es hätten nicht aufdecken sollen. Okay, da ein Gor. Ein Gor ins Spiel, der bewegt sich als erster, das heißt, er wird den Skal überspringen. Oh, ja. Er überspringt auch den Troll. Ja, genau, und das ist nicht ja, gut. Du. Ist halt so, ist egal. Halt so. Ja. Gut, Kram bewegt sich wieder für eine Stunde. Jetzt wird es nämlich lustig. Wieder für eine Stunde mit den Schildzwergen. Schließt auch diese Türe. Okay. Und bekommt wieder einen Stein. Drrrrup. Eine 7. 7, oh. Super. Was haben wir jetzt? Wir haben 15, 21, 30 brauchen wir. Bumm. So, ich werde dann, ich bin jetzt gerade angekommen bei ihm, habe diese Türe geschlossen. Der Held hat ja die Stiefel jetzt da. Mhm. Ich kann in Wirklichkeit, ich kann die Schildzwerge jetzt mit dem Held mitnehmen und ebenfalls für
zwei Stunden mich da hinaufbewegen. Mhm. Eins, zwei hinaufbewegen. Wenn die Yara so nett wäre, mir die Türe öffnet. Ausnahmsweise. Ist sie so lieb? Ja. Kann ich mich in der nächsten Phase durchbewegen? Mhm. Dann ist die Tür offen. Das heißt, aber... Wollen wir vielleicht uns überlegen, diesen Gor anzugreifen? Ja, das wäre nicht schlecht. Aber ich stehe jetzt allein da. Das heißt, ich werde mich jetzt einmal um eine Stunde wegbewegen, weil sie kann ja auch vom Nebenfeld angreifen. Das, ne? Problem ist halt nur, das Problem, das ich gerade sehe, ist, wenn wir angreifen, warte mal kurz, glaubst du, können wir diesen einen Dings, na, das können wir alles nicht. Jetzt läuft irgendeiner ins Feld hinein. Warte mal. Wie laufen die da drüben? Ich glaube, diese eine Runde können wir uns noch ersparen, dass wir irgendwem angreifen. Und weißt du warum? Okay. Weil wenn wir jetzt nämlich den Gor angreifen, nur kurz durchgedacht, ja, Gor angreifen, Erzähler rückt auf D. Dann wenn wir es nicht bei schaffen, alles hinzubringen. Ja, na passt. Ist okay, dann lassen wir den. Dann habe ich mich halt weiter bewegt. Nebelplättchen bleibt aber zugedeckt. Ich will keine Monster mehr. Und war sie. Sie hast du um eine Stunde weiter bewegt. Sie? Ja, meine Bogenschützin. Und dann ist der Kram an der Reihe. Ja. Pass auf, dann macht der Kram. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Mhm. Er hat sich fünf bewegt, hoppala. Und legt alle seine Steine einmal hier ab. Das heißt, wir haben jetzt da Steine, Material zum Turmbau in Höhe von 21 hier liegen. Sehr gut. Jetzt kommt mein Held an die Reihe, der Thorn. Und würdest du mit Trommelwirbel bewege ich mich hier rüber für eine Stunde. Ja, diese Tür muss geschlossen werden. Ey, ich hätte nämlich eine Idee jetzt. Genau. Was haben wir? Sieben! Super. Das ist sehr gut. Das heißt, wir haben dann 28. Ja. Cool. Jetzt ist die Frage. Eara ist an der Reihe. Würde Eara die Türe noch einmal öffnen? Hm. Wenn du sie lieb bittest. Bitte. Sie ist offen. Sie ist offen. Sehr gut. Was macht die Bewahrerin? Die Bewahrerin... Sollte sie denn machen? Jetzt ist die Frage, wir werden es wahrscheinlich diese Runde noch schaffen, dass wir alles daherbringen. Das glaubst du? Ich glaube schon. Sie bewegt sich einmal um eins, zwei weiter. Also okay. Sind sie mal bei der Hexe. Sie tut gar nichts. Passt. Gut. Der Kram geht schlafen, weil... Mhm. Er ist müde. Alles er ist klar. Müde. Er steht da und fällt um. Mhm. Jetzt kommt der Thorn dran, der bewegt sich wieder durch die Zwergen... Türe zurück. Drü. Und jetzt sollten wir eigentlich zwei schaffen. Fünf. Sehr gut. Das heißt, wir haben jetzt noch einmal 12 zu 21 dazu. Mhm. Sollte nach Adam Riese eigentlich, nein, Blödsinn, 21 und 12 sind, ja, oh ja, über 30. Wir brauchen ja nur 30. Ich glaube, wir brauchen 40. Entschuldige. Haben wir 33. Gut. Dann ist Eara dran. Pass auf, wenn du willst, können wir. Eara hat noch eins, zwei. Okay. Gut, dann müsste man eigentlich alles tauschen. Hast du den jetzt bewegt? Ich habe den jetzt bewegt. Wenn du willst, ist halt die Frage, ob du willst. Ich könnte der Eara die Stiefel geben und die zwei Plättchen. Ja, und die Schildzwerge. Wir müssten alles tauschen. Und die Schildzwerge? Die kannst du sowieso mitnehmen. Mhm. Her damit. Gut, das heißt, also die muss ich umdrehen. Sie nimmt die Schildzwerge. Genau, und läuft. Und geht für eine Stunde 1, 2. Genau. Für eine zweite Stunde 1, 2. Wir sind am Ziel. Juhu! So. Perfekt, das heißt, das haben wir bis zum Feld E erreichen müssen. Die Stiefel kannst du dann, die passen nicht zu ihren Outfit. Passen nicht zu ihren Outfit? Nein, die kannst du dann
Zwerg geben. Okay, dann geben wir sie gleich dem Zwerg, dem wird sie angezogen, währenddessen er schläft. Genau. Okay, okay, okay. Normalerweise flattert man ja Sachen Leuten, die schlafen. Wenn wir das geschafft haben, hat es geheißen, wir dürfen lesen Stein auf Stein. Diese Karte wird vorgelesen, sobald sie ausreichend Roteisensteine sowie Schildzwerge auf Feld 17 befindet, was wir in diesem Moment mit Eara geschafft haben. Dann mal an die Arbeit, Jungs, brummte einer der Schildzwerge, woraufhin diese mit dem Wiederaufbau des alten Wehrturms begannen. Stellt den Turm 2 Buchstaben vor den Erzähler, lest in Folge erst weiter, sobald der Erzähler diesen Buchstaben erreicht. Die Schildzwerge bleiben so lange auf Feld 17 stehen und können nicht mitgeführt werden. So, der Turm wird 2 Felder weit weg vom Erzähler gestellt. Okay, wir nehmen den kleinen Turm, nicht den großen. Der kleine passt da wunderschön drauf. Eieieiei, das sind halt alles Sachen. Da wird erst weitergelesen, wenn wir hier sind. Okay, gut. Haben wir gut gemacht, haben wir sehr gut gemacht. Nach der Yara ist jetzt die Bewahrerin dran, würde ich mal so sagen. Die hat ja auch noch 2 Stunden. Momentan nur mehr die Aufgabe zu schauen, dass da jetzt nicht so viele reinlaufen. Jetzt ist halt die Frage. Na, allein braucht sie gar nichts machen. Bestimmt. Was sie machen kann, die ist jetzt aneinander, sind sie aneinander vorbeigegangen, weil zusammen hätten sie zumindestens 2 Gold. Okay. Für zumindestens eine Stärke. Egal. Ah, das hast du gemeint, okay. 1, 2, sie bewegt sich auch auf dieses Feld. Okay. Und somit können wir dann die Stärke, ich gebe es einfach der Bogenschütze. Dass eine Stärke geholt wird. Genau, kann sie sich eine Stärke holen. 1, 2. Gut, würdest du meinen Helden irgendein Feld irgendwo hin bewegen, nur dass der Brunnen aufgefrischt wird? Jawohl. So. Hat auch gemacht und ich würde jetzt sagen, jetzt gehen sie reihum schlafen, oder? Ja, genau. Okay. Das ist der erste, ist sowieso dann der Zwerg. Der Zwerg ist schon drin. Reihum. Wir suchen uns wieder eine Karte. Yes, das na. Blinde Raserei ergriff die Kreaturen. Oje. Die Kreatur, die auf dem Feld mit der höchsten Feldzahl steht, bewegt sich jetzt ein Feld entlang des Pfeils. Die Gruppe kann das verhindern, indem sie Gold und Willenspunkte gemischt bei 4 Spielern 4 Gold / Willenspunkte abgibt. Pass auf. Die Kreatur auf 66, da haben wir 63, 56, 57. Sie würde sich als erstes bewegen und würde den überspringen, das macht keinen Sinn. Ich gebe ab. 1, 2, 3. Und 1 mit ihm. 1 mit ihm. Somit haben wir das ausgemerzt. Jetzt bewegt sich dieser Gor. Es bewegt sich dieser Gor hierüber, hierüber, hierüber. Es bewegt sich dieser Gor hierüber. Es bewegt sich der Skral. Einmal hierüber. Okay. Es bewegt sich der Troll. Es bewegt sich der Troll. 1, 2, 3, der steht schon kurz davor, gell? Genau. Das heißt, jetzt darf nicht mehr viel passieren. Und der Troll bewegt sich hierher. Es werden die Brunnen aufgefrischt, die Türen werden umgedreht, ist schon zu. Okay. Er wird aufgefrischt und der Zähler bewegt sich eines weiter. Gut, jetzt müssen wir natürlicherweise schauen, dass wir da irgendwas zusammenkriegen. Irgendetwas zusammenbekommen. Der Zwerg ist der Erste. Wem wollen wir was antun? Mein Problem ist jetzt nur, dass wir eigentlich quasi alle rundherum laufen müssen. Gell? Kein einziger kann direkt hin. Das stimmt. So, wie viele? Einen können wir ja ertragen drinnen, ne? Einen können wir noch ertragen. Das heißt, wir müssten den Skral und den Gor wegschnalzen. Den Troll könnten wir tragen. Würden wir dann das Gift bekommen, könnten wir die 3 Trolle eigentlich sofort eliminieren. Ein Gift haben. Achso, das kriegen wir erst. Aber wenn wir haben einen Trank der Hexe. Genau, einen Trank der Hexe haben wir.
Gut, wer ist der Erste? Der Kram ist der Erste. 1, 2, 3, 4. Ich hab die Stiefel, ich könnte rundum dumm laufen. Also bei mir geht es sich aus. Dass ich wieder 1, 2 gebrauche und wäre da für 2 Stunden. Das Problem ist nur, ich würde mit ihm rauflaufen und den Brunnen zuerst einmal leeren. Was ist, wenn wir den Skral zuerst... Das wird auch. Was ist, wenn wir den Skral zuerst wegnehmen? Ist okay. Ja, der wandert rein, der wandert um eins weiter, weil... Können wir machen. Ja, machen wir zuerst den Skral, bitte. Gut. Gut, dann wandert er rauf. Aber dann wandert er nicht gleich zum, weil er geht ja einmal Brunnen leeren, dann kommt zurück. Was soll ich jetzt mit ihm machen? Naja, nimm deine Schildzwerge und komm mal... Nein, die müssen mal liegen bleiben. Was? Die sind jetzt beschäftigt mit dem Turmbau. Die dürfen jetzt nicht mitbewegt werden. Nicht? Nein. Ui. Gut, das heißt, wir müssen uns alle dorthin bewegen. Eigentlich ja. Gut. Ich meine, alle. Du hast, alle. Warte mal kurz. Wir du haben hast, insgesamt 6 stopp. Stärke. Du hast die Stiefel, hast du gesagt? Ja. Gut. Wenn du die Stiefel hast, kriegst du die Münzen und dann gehst du dir noch 2 Stärke kaufen. Okay. Stiefelmünzen ist gut, ja? 1, 2 für eine Stunde. Eine Stunde. 2 Stunden. 1, 2. 3 Stunden. 4. 4 Stunden. Okay, passt. Gut, 4 Stunden, aber trotzdem. 4 Stunden. Und wie du richtig gesagt hast, ich gebe die 2 ab, weil als Kram kann ich mir 2 Stärke holen und habe in dem Fall 4 so. An der Zahl. Er bewegt sich hier rüber für eine Stunde leert jawohl. Die 3 Brunnen. Und gibt 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt haben wir zumindest ist in Ordnung. Alle 4. So, dann ist die Iara dran. Die bewegt sich 1, 2, 3, 4. Sie bleibt einmal hier stehen. 1, 2, 3, 4. Dann ist die Bogenschützin dran. 1, 2, 3, 3. Sie bewegt sich um 3. Wieso? Weil wenn ich gleich... Ihr müsst euch ja auch alle dazu bewegen, oder? Ja, ihr hättet dann aber gleich aufrufen können. Ja, okay, gut. Dann bewegt sie sich um 4, bitte. Dann hätte sich die Ara eigentlich schon 5 bewegen können. Okay. Weil jetzt kommt der Kram dran, der bewegt sich für 1. Ich weiß gar nicht, dann die benachricht, benachbart. Ich weiß. Ich glaube nicht. Dann wurscht für 2. Bewege ich mich daher. Er bewegt sich für 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Und jetzt könnte eigentlich die Iara aufrufen, wenn sie will, und alle folgen. Was? Angriff! So. Dann gehen wir es einmal an. Der Skral hat eine Stärke von 6 und also 6 Willenspunkte, eine Stärke von oder Lebenspunkte von 6. Gut, wir haben 2 plus 3 sind 5 Stärke. Er hat 4 sind 9. Und er hat 2 sind 11. 11. Da super. Kannst du sie einstellen. Die Ara. Wenn wir Würfeln nehmen, könnte man sie dort einstellen. Warte, ich gebe dir andere Würfel. Von einer anderen Farbe. Iara fängt an. Iara fängt an. Gut. So, da. Gut gedacht, schlecht umgemacht. So, 11. Bitteschön. Wir haben einmal 11 Punkte. Iara würfelt. 5 ist nicht schlecht. 5 bleibt. Sind 16. Gut. Wow, die Bogenschützin hat 2 Würfeln. Sie greift vom Neben, also Bogenschützen, sie kann nur eins nach dem anderen würfeln. Eins, den das wollen wir nicht. Nein, den drehen wir nicht. Vielleicht kommt noch was. 6, jawohl. Stark. So, Kram würfelt. Das heißt, wir hatten jetzt 6 und wir hatten jetzt 16. Und 6 sind 22. Und 2. Den können sie drehen. Ja, genau. Ja, auf jeden Fall. Passt. Sind 28. Sind 28. Und dann nehmen wir die 4. Da ist ein Sechser dabei, perfekt. Das reicht. Sind 34, oder? Ja. 28 und 6 sind 34? 34. Gut. Dann. Der Skral hat eine 6. Plus eine 6 sind 12. Ich glaube, haben wir dezent besiegt. Overkill. Boom, runtergeflasht. Boom, runtergeflasht. So, was brauchen wir? Entweder Gold, damit wir,
damit wir dem Zwerg vielleicht sagen, er kann wieder hinlatschen, um sich noch einmal 4 Stärke zu kaufen, dann hätte er schon 8. Ja, er soll sich 2 Stärke und einen Helm kaufen. Genau. Passt. Der Skral kommt einmal weg. Der kommt einmal weg. Der wird weiter bewegt. So, zuerst lesen wir eine Karte, die hier liegt. Die Schildzwerge hatten ganze Arbeit geleistet. Die zerfallene Stelle des alten Wehrturms waren ausgebessert. In einer alten, verschütteten Kammer hatte einer der Zwerge einen Bogen gefunden. Der schön. Turm wird jetzt auf das Feld 17 gestellt. Bitteschön, der Turm schön. Wird auf das Feld 17 gestellt. Die für den Turmbau gesammelten Roteisensteine kommen jetzt aus dem Spiel. Ein Held, der auf Feld 17 steht, kann auf dem Turm gesetzt werden und hat dort 2 Stärkepunkte zusätzlich. Mhm. Mehr als ein Held ist nicht möglich. Legt einen Bogen auf Feld 17. Mhm. Fürst Hallward hatte den Schildzwergen aufgetragen, auch die beiden anderen Völker zu unterstützen. Aufgabe: Eskortiert die Schildzwerge. Entscheidet euch, ob ihr zu Brandurs Lager oder zum Baum der Lieder eskortieren wollt. Legt jetzt die Karte an Brandurs Lager bzw. am Baum der Lieder bereit. Diese wird vorgelesen, sobald die Schildzwerge den entsprechenden Ort erreichen. Die jeweils andere Karte kommt jetzt aus dem Spiel. Also wir nehmen, glaube ich, definitiv das Lager, weil das ist einfach näher. Punkt. Okay, passt. Das heißt, wir haben dann an Brandurs Lager, das legst du mal hin. Der Rest kommt aus dem Spiel. Gut, und wir müssen jetzt natürlicherweise eh noch lesen, weil da steht ja was. Wenn die Schildzwerge jetzt noch nicht mit der Reparatur des alten Wehrturms begonnen haben, stellt den Erzähler sofort auf ein. Haben wir geschafft. Ein unfassbar blutrünstiger Troll tauchte im wachsamen Wald auf. Er versetzte sogar die schwächeren Kreaturen in Angst und Schrecken. Sobald er sich ihnen nähert, ergriffen sie die Flucht. Stellt den Berserker-Troll auf das Feld 52 und einen Skral auf das Feld 55. Oh, also 52 kommt der Berserker und 55 ein Skral. Oh mein Gott. Genau, oh my goodness. Der Berserker-Troll bewegt sich gemeinsam mit den anderen Trollen, sobald das Trollsymbol des Sonnenaufgangsfelds ausgelöst wird. Sobald der Berserker-Troll das Feld 39 erreicht, belegt er ein freies Feld auf einem Fass. Sollte es nicht möglich sein, ist die Legende verloren. Wenn der Berserker-Troll sich bewegt, wird außerhalb der Reihe für jede Kreatur, zu deren Feld er nun angrenzend steht, ebenfalls eine Bewegung entlang der Pfeile ausgelöst. Es gilt die Reihenfolge Sonnenaufgangsfeld. Dies gilt auch, wenn der Berserker-Troll auf Feld 39 ankommt. Kreaturen, die sich selbst auf ein Feld bewegen, das an das Feld des Berserker-Trolls angrenzt, bewegt sich kein zweites Mal. Wichtig: Der Berserker-Troll kann in dieser Legende nicht besiegt werden, nur die Kreaturen angrenzend zu ihm. Auch im Lager der Trolle kann er durch das Gift nicht entfernt werden. Das heißt, zu wem ist er jetzt angrenzend eigentlich? Zu Gorkan? Noch der nicht. War noch nicht. Das heißt, erst wenn er sich bewegt, bewegen sich alle angrenzenden Figuren noch einmal. Boah, das ist aber bitter. Ein bisschen, ja. Das ist aber sehr, sehr bitter, dass sich der so viel bewegt. Gut, so. Jetzt haben wir den einmal kaputt gemacht. Haben wir den einmal kaputt gemacht. Das heißt, die Iara hat aufgerufen. Was macht... Ich muss revidieren. 52 und 55 grenzen sehr wohl aneinander. Dann bewegt er sich jetzt da. Ja. Dann bewegt sich wer bewegt sich jetzt da? Bewegt sich ein Feld. Oh Gott im Himmel. Weil sie angrenzend sind. Ja, bitte, dann bewegt er sich halt ein Feld. So hätte ich das jetzt verstanden, auch jetzt schon angrenzend sind. Die Hexe wieder uns fressen, das Kral, das brauchen wir nicht. So. Iara hat den Kampf ausgerufen. Deine Talvora ist jetzt an der Reihe. Die wird, keine Ahnung, was die machen wird. Die könnte ja mit deinem Helden zum Beispiel, wer hat die Stiefel? Die Stiefel hat der Kram. Der Kram gibt die Stiefel, wer hat noch am meisten Schritte? Am meisten das ist, Schritte die Graue, ist die Graue, die jetzt dran ist, die Bogenschützin. Also du kannst du nicht, gell? Du stehst nicht am gleichen Feld. Genau. Ja, also das Einzige, was angreifen, ja, nein.
Der kommt darüber. Ja, es wird spannend. Mhm. Weil es bewegt sich zuerst der Gral, dann bewegt sich der Troll. Ja, nein, einen muss man wegräumen. Die Frage ist nur, wer räumt mit wem weg? Okay. So, pass auf. Wir machen das jetzt so. Sie macht sich am Weg 1, 2 zu den Schildzwergen. Mhm. Ja, zumindest noch 2. Die 2 könnten sich ja hierhin bewegen. Wenn er... Nur für eine Stunde. Okay, und dann? Sie überschlafen dann, dann kommt der Troll hierher. Und wenn er sich die... Oder er kauft sich 2 Helme. Na, ich glaube, die Stärke ist schon gut. Ja, na, wie du willst. Die Stärke und der Helm für ein Ding sind schon... Ja, passt. Dann ist er nämlich da und dann könnte er ja retour kommen. Du meinst, ne? Dass man den Troll angreift? Ja, genau, dass ihr den Troll angreift. Okay. Würde ich sagen. Und sie macht sich am Weg zurück und bringt die Schildzwerge zu dir. Ja, passt. Guter Einfall. Also gut, sie geht 1, 2. Geht 1, 2 für das. So. Dein Gelber geht eingeschlafen, aber geht nimmt eingeschlafen, genau. Das Geld. Er geht Heidi putzen. Gut, der Blaue bewegt sich jetzt ein Feld drüber, wie wir es besprochen haben. Genau. Für 1. Und die Ara wahrscheinlich auch. Auch. Jawohl, so, er ist noch da. Passt, gut. Das heißt, gehen alle schlafen. Alle gehen schlafen.